Hallöchen, liebe Freunde der gepflegten Digimon-Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Digimon Masters Online. Heute geht's um, wie soll es anders sein, um Digimon. Verrückte Sache, ich weiß. Dazu möchte ich deinen Blick gerne mal auf mein Inventar lenken. Keine Sorge, das hier unten sieht zwar ein bisschen aus wie auf einem LSD-Trip, aber es hat auch alles seine Bewandtnis, denn heute, wie du schon vielleicht aus dem Thumbnail und auch aus dem Videotitel entnehmen kannst, geht es um die Magna Garurumon und Kaiser Greymon Geschichte, um diese Spirits hier. Und dazu möchte ich dich recht herzlich einladen, mich zu begleiten auf eine mystische Reise in die Weiten der spirituellen Ebenen. Und ja, dazu gehen wir jetzt erstmal zu Pokémon. Pokémon. Was? Das macht doch gar keinen Sinn. Und da können wir uns erstmal hier den Kaiser auswählen. Und ja, ich habe diese Spirits jetzt mir aus dem Shop gegönnt und ich habe da ein bisschen reingecasht. Man sehe es mir bitte nach. Okay, dann getten wir das mal. Ich habe es jetzt auch total untypisch für mich schon überlegt, wie ich die Digimon nennen kann. Das ist bisher vielleicht ein, zwei Mal vorgekommen in den kompletten 150 Folgen Demo. Aber diesmal dich auch wieder. Und zwar das Kaiser Greymon nenne ich mal Tenno. Und dann hatchen wir es mal. Oder craften es. Man ist da sich noch ein bisschen unschlüssig. Vielleicht hatchcraften. Crutchen. Was? Ah ja, schön. Da haben wir jetzt da einen Titel bekommen oder so. Weil waren jetzt diese krassen Flügel von der Spirit Evolution Box hier verdeckt. Aber ich ziehe die jetzt mal hier so runter. Dann müsste man bei Magna Garurumon das ja dann eigentlich gleich sehen. Und das nennen wir einfach mal Garu. Okay. Oh yeah. Also die nächsten Sachen sehen jetzt wie folgt aus. Ich muss jetzt beide Digimon auf Level 99 machen. Also ich mache die auf 100, das habe ich mir schon überlegt. Und da waren die krassen Special-Flügel, nice. Also war kein Titel, aber so eine, ja, Hedge-Animation. Jetzt haben wir aber, apropos Titel, nee, das sind die jetzt. Hier in der Enzyklopädie müsste jetzt theoretisch, genau, die, wie nennt man das? Deck-Buff vorhanden sein. Und das ist er auch. Den könnte man jetzt gleich auch mal aktivieren. Yes. Und jetzt ist drauf erwirkt. Aha, additional damage für normale Attacken. Und immer, also hat dann eine gewisse Prozentzahl, 50% oder so, um es auszulösen. Und immer ist jetzt drauf HP plus 10%. Ist cool. Und Critical Hit Damage 2%. Auch nice. Welcher Deckbuff sich dann natürlich noch anschließen kann, wäre dann der hier, der Ancient Spirit Evolution Buff. Und der ist nochmal eine Schippe besser. Hier kriegt man 15% statt 10. Und Critical Hit Damage waren hier 2. Und hier sind es dann 5. Auch ganz nett. Und der Activation Bonus 25% Damage. Und hier sind es nur 15%, allerdings sind es hier 50% die Möglichkeit und hier waren es nur 40. Also ja, aber natürlich auch unterm Strich besser als der Hyper Spirit Evolution Buff. Aber den mache ich jetzt erstmal drauf, weil der gefällt mir doch schon mal. Und dann holen wir die Kollegen doch gleich mal raus, denn man kriegt ja so eine schöne Animation. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist wieder das tolle Fruiten und der ist auf 85%. Ha, schön. Ich versuche es jetzt erstmal hier mit der Fruit of Champion und da habe ich jetzt die von diesem Pack, die 10 Stück und 30 hatte ich jetzt ja halt nochmal auf Halde, das ist, ja, wo auch immer die hergekommen sind, die waren schon da und das werde ich jetzt auch einfach mal probieren. Wenn nicht, muss man halt die Fruit of Genesis sich nochmal zu Rate ziehen, dann wenn es so nicht geht, dann halt so. Und natürlich, wenn die dann beide auf 100 sind, dann steht natürlich auch das Susanoman am Start. Also, wenn du das, hier, ne, Dingens haben, sehen möchtest, das, na, sag gleich,
hier diesen Guide. Mir ist das Wort Guide nicht eingefallen. Wenn du den Jogress Guide sehen möchtest für Susanomon, schreib's mir doch mal gerne in die Kommentare, dann weiß ich ja Bescheid. Aber jetzt erstmal fruiten. Dann wollen wir mal loslegen. Das kann jetzt eine gewisse Zeit dauern. Dann schauen wir mal nach. Ach, 86%, ja. Ich, oh, 90, nice. Oh, krass. Ich glaube tatsächlich, hier wird da nicht so viel bei rumkommen. Aber das wird definitiv auf Food of Genesis hinauslaufen. Ich sehe es schon kommen. Ja, ja, ja. 92, wow. Wow. Ja. yes. Oh. Mhm. Oh, wie hoch ist eigentlich die Chance, dass der jetzt irgendwie 130 sein kann? 0,001% vielleicht? Oh ja, ich glaube, die Food wird nicht so viel was bringen. Mhm. Ah, hier habe ich noch 7, okay. Schön, 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 schön. Oh, 90, wow. Ich bin begeistert. Ich kann es kaum fassen. Hört mal ungefähr meinen Sarkasmus da raus, ich weiß es nicht. Jetzt kommen die hier schon aus dem Shop, die müssen ja was bringen, weil wie wir alle wissen, Shop-Items sind ja die geilsten der Welt. Und alles andere wäre komisch. La 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 la. Ja. Okay, letzte Frucht. Wow, 87% sind es geworden. Ja, also mir war schon klar, dass das jetzt nichts wird. Ich werde jetzt mir dann die Frucht auch nochmal aus dem Shop holen, also die of Genesis, ich glaube, die heißt so. Und da werde ich die beiden jetzt erstmal noch fruiten und dann mache ich jetzt einen kurzen Cut und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. Oh, das war eine schöne, schöne Änderung. Ja, und willkommen zurück. Ich habe ihn jetzt erstmal nur auf 124, aber dieser Sprung gerade, das war nicht so cool. Deswegen habe ich es auch schon mal reingeschnitten jetzt hier. Ich probiere jetzt mal die nächste gleich. Von 124 auf 124. 125, das lasse ich jetzt erstmal. Und jetzt doch Garou. So. Und go. Sieht immer witzig aus. So, 123, damit geben wir uns natürlich noch nicht zufrieden. 124 auch noch nicht. 125, okay. Vielleicht werde ich das nochmal benutzen, um da ein bisschen höher zu kommen. Theoretisch könnte ich die jetzt ja dann auch transzendenten. Oder geht es doch bestimmt auch mit diesen Spirits, oder? Dass man die dann transzendenten kann auf 140% mit der Homeostasis-Frucht. Oder? Ich denke schon. So, und weil das komplette Video ja praktisch jetzt nur aus Labern bestand, gehen wir jetzt auch nochmal schnell. Habe ich hier eigentlich Fire Island Booster? Nö. Ah, hier. Gehen wir jetzt nochmal ganz schnell auf Fire Island und zwar zu. Gehen wir mal zum Silver Lake und dann schauen wir uns dann nochmal die F1-Animation an und dass wir die Digimon dann auch nochmal ein bisschen in Action sehen, weil ja, so möchte ich dich jetzt auch nicht verabschieden, denn ja, ne, muss ja auch mal ein bisschen noch was hier zeigen und so. Hm? Gut, dann wollen wir mal, wer wird unser erster Opfer, ich meine Trainingspartner, Zunumon. Na komm mal her, gucken wir uns erstmal die normalen Attacken an, von Magna Garurumon. Ah, das sind dann, aha, cool. Ja, das ist so ein Strahl, weil ich es richtig gesehen habe und da fliegt er auch nochmal so rum. Okay, er fliegt rum und macht ein paar Strahlen. Und wie sieht die F1-Animation aus? Und natürlich, die F2 natürlich können wir uns auch anschauen, das ist ja kein Thema. Aber erstmal die F1. Okay, da schießt er irgendwie mit seinen Knarren und die F2. Okay, Raketen. Cool. Dann haben wir das auch mal abgeklärt. Holen wir nochmal Kaiser Grammar raus mit der coolen Animation. Und da schauen wir uns natürlich auch mal die F1 und die F2 an. Mhm, ein Schwert. Und die F2. Hallo? Pikster den Gegner einfach tot. Und die normalen Attacken? Attacken? Mhm. So sieht übrigens die Miss-Animation aus, ja. Ah ja. Cool. Hat man noch so diesen Flammeneffekt auch bei den normalen Attacken, die da auch schon vom Natur aus hat.
Wunderbar. Na, freut mich doch, dass wir jetzt die auch endlich mal haben. Das ist auch eine Premiere. Die hatte ich vorher auch noch nie auf irgendeinem anderen Account. Und ja, nice. Dann, ja, level ich die jetzt noch ein bisschen. Mein Tamer muss noch auch auf Level 90 oder so werden. Das ist dann also auch nochmal so eine Sache, die sich dann nebenbei hoffentlich auch erledigen wird. Ich sag vielen Dank fürs Reinschalten. Ja, und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ne? Also bis dahin. Tschüss.